Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Star Wars Outlaws hier im Endgame. Wir sind nach wie vor hier auf der Flucht, auf der Basis. Und die Frage ist, wo muss ich hin? Da lang? Oh. Hey, ich sehe dich. Komm runter zu mir. Gab's keinen leichteren Weg? Willst du es leicht oder sicher? Ich bin überrascht. Ist klar. Du hast dich verändert. Sehr. Mein Leben ging weiter, nachdem du weg warst. Das mag nicht viel zählen, aber ich... Ich hielt es für das Beste. Und sieh dich an. Du hast mich nicht gebraucht. Das heißt noch nicht, dass das gut war. Spielzeug. Gott sei Dank stand da jetzt keiner. Was ist das überhaupt? Ah. Was irgendwas sagt mir, kann ich da nochmal raus, dass da am anderen Ende vielleicht was ist. So eine Tür. Okay, da ist nichts. Wir müssen dann irgendwie auf die andere Seite kommen. Gut. Ah. Damit wäre die Frage zum Teil beantwortet. Das werden vermutlich einfach nur so Reisekapseln sein oder halt für Waren. Jedenfalls schießen die dann Haufen davon weg. Und da vermutlich da auf so ein Teil rauf. Ich werde hierbei aber nicht erschossen, oder? Was glaubst du, warum ich dich da lang schicke? Hier läuft alles vollautomatisch. Es ist keiner da, der auf uns schießen könnte. Gut. Das ist nämlich deutlich schwerer, als es aussieht. Besser als erschossen zu werden, Kleine. Da hat's den Punkt. Also ich glaube, es macht vielleicht Sinn, dass das so Versorgungsdinger sind. Aufträge hinter dir. Hab nie aufgehört. Oh, siehst du, sind sie nur größer. Ja, so ist das Leben. Und auch. Okay, Ziel gerade. Verschwinden wir von hier. Ja, bestimmt weißt du, schief gehen. Wir, also du warst gut. Das hat funktioniert. Ja, wie in alten Zeiten. Den Guten. So, und wie ist jetzt der Plan? Gibst du mir deinen Takt vor? Bis Erste. Oh, sie ist jetzt von ihnen. Na gut, nein, natürlich nicht. Für die Rebellion. Was? Als ob die sowas drauf hätten. Es sieht schon imposant aus, muss man schon sagen. Du solltest nicht zurückkommen, Kay. Seit wann höre ich denn auf dich? Sieht genauso aus wie früher. Warum was ändern, was funktioniert? Geht's dir gut? Klar. Ich hab nur Sachen gesehen. Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen. Sag ihnen nur das Nötigste. Es gibt ein Problem. Zerik Bash ist nur eine Fassade. Und Sniro ISB. Kusser! Imperiales Sicherheitsbüro. Der Imperiale Nachrichtendienst.
Die überwachen alles und sind viel gefährlicher als Sturmtruppen. Wenn die uns kriegen, sind nicht nur wir tot, sondern alle, die wir kennen. Wer jetzt aussteigt, verabschiedet sich auch von 157 Millionen Kredits. Du hast es gewusst. Wärst du hier, wenn ich's gesagt hätte? Dank Farik, Nobata, Dazapich, Hotza. Doch jetzt hast du Angst. Du hast alles verloren. Und das ist deine Chance auf einen Neuanfang. Oder ein paar Millionen für einen Ex-Imperialen, um abzutauchen. Und Rebellionen brauchen mehr als nur Hoffnung. Erst recht, wenn sie scheitern. Kay. Wir wären alle jetzt nicht hier, hättest du nicht bewiesen, dass es geht. Du hast den Tresorraum selbst gesehen. Das ist deine einzige Chance auf Freiheit. Kein Sliro, kein Todesmal, niemand, der hinter dir her ist. Naja, bis aufs Imperium dann, ne? Was sagst du dazu? Beim letzten Versuch ist mir ein Schwachpunkt aufgefallen, und zwar ist es der Hangar. Diese Codes bringen uns ins Belüftungssystem. Sliros Tresore sind mit Energieschranken gesichert. Nichts, womit zwei Hacker nicht fertig werden. Sobald die Schranken aus sind, werden die Geschütze aktiviert. Ich sichere den Fluchtweg durchs Casino und tue ganz harmlos. Der TT-8L-Droide, der den Tresor bewacht, ist das Beste auf dem Markt. Aber ich bin besser. Hm. Der Tresor hat Chromium-Zeitschlösser, ist nicht zu knacken. Tagua cutis pantisa, cover blasto no via no lia. Wenn wir den Tresor haben, müssen wir schleunigst da raus. Wie wär's mit der Kanalisation? Es gibt keine Pläne, aber mit einem Sender könntet ihr uns finden. ND5 und ich warten am Landeplatz mit der Warnbrecher. Und dann auf in die Freiheit. Na gut. Wenden wir das Blatt. Ich frag mich, wer einknicken wird. Oder ob wir da komplett hintergangen werden. Das klingt alles viel zu gut. Na, wie geht's denn dir mittlerweile? Und? Hättest du gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen? Die Chance, dass ich wegen dir sterbe, lag bei 30%. Ist doch nicht schlecht. Und die Chance, dass ich dich erschießen muss, bei 93. Uff, okay. Ach, tut mir leid, dich zu enttäuschen. Ja, es ist noch nicht vorbei. Bist du bereit? Oder willst du noch mal mit allen reden, bevor es losgeht? Weißt du was? Wir quatschen nochmal. Ich rede mit ihnen. Letzte Chance, hä? Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Alles klar. Wen fange ich denn an? Mit dir? Warum kann ich jetzt nicht mehr mit dir reden? Oh, jetzt. Was ist der Anlass? He's got the talkie. I did tavenza du yokola ben mio his prior de puno. Chut no lia. Gigi chut wajo ta norgo. Schlau. Hätte ich mir mit meiner Schwester gewünscht. Bei mir sind's die Eltern. Als ich sie zuletzt sah, wurde ich zum Imperium geschickt. Als bin ich Deserteur. Und damit kann ich nie wieder nach Hause. Und du, Kay? Ich glaube, wir standen niemandem sehr nahe. Noa na kukit. Atima yokola. Toka prebram tinka jigraba jagrancha stuf. Ja, ich glaube, das war ein guter Move. So, dann quatsch mal mit dir noch. Ja, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Und ich hoffe, keiner kommt um. Bitte sag mir, dass das frisch ist. Das scheint ihm egal zu sein. Also, was macht dein Bein? Alles gut, Kay. Und die sechste Sippe hält dich für tot. Ich habe sie besänftigt, indem ich ein paar Rennen für sie manipuliert habe. Ich dachte, du hättest damit aufgehört. Ich habe noch ein paar Kontakte. Ja, glaubst du, Bram verdient mit dem Laden Geld? Mit einer neuen Speisekarte vielleicht. Ich war damit beschäftigt, jemandes Schulden zu bezahlen. Ach ja. Außerdem
bin ich mir sicher, dass du ziemlich bald wieder abhaust, Rico. Hey, ich habe mich auf meine Art um Kay gekümmert. Ja? Was macht dein Bein? Lass das, Bram. Ah, was war das denn? Das war lange überfällig. Hör mal, Bram. Ich bin dir... Wir sind dir was schuldig. Für alles und so. Du bist mir nur die Miete schuldig. Und dass du lebend aus der Sache rauskommst. Ob mit oder ohne Geld. Ah, er ist in Ordnung. Hoffentlich passiert ihm nichts. Und dann wäre noch er. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass er uns hintergehen wird. Na, hast du mir schon verziehen? Nope. Auf der falschen Seite der Galaxis geboren. Wer reich ist, hat leicht reden. Stimmt trotzdem. Wie lief es mit Rico? Auf sie war Verlass. Und ND5? Was ist mit ihm? Er war dein Aufpasser. Aber jetzt ist er sehr von Kay Vess überzeugt. Wir sind ein gutes Team. Er hat mich überrascht. Und nicht nur er. Nach diesem Auftrag bist du das Todesmal los. Theoretisch. Und dann wirst du wieder eine Zukunft haben. Wenn du einen Vorschlag hast, spuck ihn aus. Das Imperium jagt die Rebellen quer durch die Galaxis. Die Syndikate sind durch ihre Machtkämpfe geschwächt. So eine Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben. Wir könnten Partner sein und uns was aufbauen. Zusammen. Ich weiß ja nicht. Was? Soll das ein Witz sein? Mit sowas mache ich keine Witze. Gut, denn du bist überhaupt nicht lustig. Was auch immer passiert. Ich glaube an dich, Kay. Das habe ich immer. Dank, Farrick. Also genug Ansprachen für heute. Wir verpassen unser Zeitfenster. Na, mal sehen. Ich glaube nicht, dass wir mit dem ganzen Geld verschwinden werden. Ich werde dann fertig. Gut, ich bin bereit. Was machst du mit deinem Anteil? Heißt es Ölbad? Ich bekomme nichts. Was? Das ist unfair. Ich bin ein Droide mit einem Hemmbolzen und Eigentum von Jalen Vrax. Das muss doch nicht ewig so bleiben. Wir nehmen Gedeeks Freiheitsheck. Nein, Kay. Wenn wir das schaffen, bin ich reich und du frei. Alle gewinnen. Stopp. Ich stehe loyal zu Jalen. Zu Jalen allein. Wenn du vom Plan abweichst, wäre ich gezwungen, dich zu eliminieren. Nein. Nein, das meinst du nicht ernst. Es spielt keine Rolle, Kay. Legen wir los. Wir verschwenden Zeit. Den Plan würde ich aber auch unterstützen, dass er dann frei wäre. Wenn er dann auch immer noch sagt, er will loyal zu ihm sein, dann ist halt seine Option. Soll es ein Cadillac sein? Jetzt finden wir raus, wie gut Jalens Pläne sind. Es ist nie exakt wie im Holo, oder? Gut, sobald ich das Sicherheitssystem ausgeschaltet habe, überbrücken wir die Zugangsluke und gehen rein. Das ist das Anwesen. Erster Halt ist das Sicherheitsgebäude. Von da schalten wir die äußeren Verteidigungsanlagen ab. Bleib okay. Ich kümmere mich um einen Weg zum Sicherheitsgebäude. Ich begleite dich, Kay. Nein, wirst du nicht. Das muss leise gehen. Ja gut, dann machen wir mal kurz... Was siehst du? Na, Radar-Ping. Ah, die kommen da zu zweit. Das ist schlecht. Ich glaube, der da oben sollte der erste Kandidat sein. Hier steht da gerade ein bisschen ungünstig. Wollt ihr wieder nach unten gehen? Bitte, danke. Genau, jetzt umdrehen, nach hinten gehen. Bitte, danke. Ach nö. Ach, jetzt geht mal.
Aber im Team wäre das halt alles ein bisschen schneller. Und wieder mal rechts. Hier nach, Kapitän. Okay, das ist verrückt. Kommst du jetzt nach oben? Na komm. Nichts. Alles gut. Zurück an die Arbeit. Was? Na komm her. Schön zu mir herlaufen. So, Teil 1 war damit frei. So, mal kurz Radar. Sehe ich aber nur den einen hier. Zum Angriff, Nix. Sehr gut. Kein Problem, ich mache auf. Da unten 2, da oben der eine. Klingt gut. Oh, da hinten ist auch noch einer. Ich glaube, den links mache ich zuerst. Oh, besser. Hallo. Sehr gut. Wunderbar. So, und jetzt runter auf die andere Seite. So, wenn sie jetzt wieder Richtung von den... Oh, da hinten ist auch einer. So, dreht euch mal bitte wieder um. Das kriege ich hin. Ah, Leute, komm, umdrehen. Nummer 1, Nummer 2, sehr gut. Da draußen ist etwas. Ja, direkt hinter dir. Sehr gut. Was haben wir denn da oben? Sekunde. Tut mir leid. Ich hab sie. Beides machst du nicht. Was im Namen? Einen haben wir denn noch? Also da. Cool. Dick, das Sicherheitsgebäude gehört dir. Ich habe genau den richtigen Druiden dafür. Schade, nicht wie geplant, aber gut. Kommt ihr jetzt? Ah, da. Sind aber nicht alle. Okay. Ich meine, eigentlich hätte man schauen, dass man hier so drüber geht. Aber gut.
Gut. Ich bin so stolz auf dich, Leif. Kommt schon. Oh, fuck. Wir müssen zuschlagen, bevor sie merken, was los ist. Ja, geil. Die Ideen sind unsterblich. Wir sitzen fest. Okay, wir probieren es mal rechts. Hä? Oh, war noch einer. Wow, geil. Markieren. Haben wir sonst noch einen? Nee. Geil, geil, geil. Also nicht geil. Und bumm. Nix, Angriff. Mach die Luke auf, Sarah. Sehr gut. Muss das sein? Oha. Ja, komm, geh runter. Dicke Bumme. Haben wir zufälligerweise helfmäßig noch irgendwie was hier rumliegen? Okay, macht euch bereit. Ich leg jetzt los. Okay. Gemacht. Ihr Funk ist ruhig. Okay, das kann gern so bleiben. Ich versiegle die Luke hinter dir. Wir sehen uns im Casino. Denk dran, ohne dich kommen wir hier nicht raus. Viel Glück, hey. Sonst noch jemand mit runter? Nein, natürlich nicht. Hey, wir müssen den Ventilator und den Saft abdrehen. Ich werde versuchen, sie auszuschalten. Sag mal, dieses Layer kommt mir aber auch sehr bekannt vor. Wobei, es hat schon so einiges hier in dem Spiel, was sie da reused haben. Let's see, wir müssen wieder zwei so Dinge ausschalten. Okay, Nix. Weißt du, wie wir die Ventilatoren ausschalten? Nix, halt das mal für mich, ja? Das wäre zumindest Nummer 1. Aber wo ist Nummer 2? Ach so. Das hat schon gereicht. Alles klar. Das ist ein ziemliches Labyrinth, also bleib bei mir. Moment, wenn ihr da lang geht, dann gehe ich erstmal kurz da lang. Ha, ich hab's doch gewusst. Wobei, rein theoretisch, wenn alles klappt, dann brauchen wir die Credits ja eh nicht mehr. Ne. Keine Doppelgulis. Den schalte ich auch aus. Mit wieder klettern. Alles muss man hier selber machen. Ich weiß nicht, Kay. Diese Rohre wirken ziemlich verrostet. Ja, ich sage voraus, wir fliegen da rein. Und ich schlag richtig. Hey? Hey! Alles gut, alles gut. Wir sind noch da. Weißt du, wo du bist? Nö. In der Nähe des Hangars. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Also, immer weiter. Schön nach Plan. Ja,
Goodies. Okay, probieren wir es hier mal mit Längs. Das sieht ja gar nicht mal so falsch aus. Da vorne ist der Hangar. Moment, hinter uns. Okay, da geht's wieder zurück. Nee, 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 nee. Wir bleiben hier erstmal richtig. Oh, das könnte jetzt gut ein Horrorspiel sein. Wo uns irgendetwas verfolgt. Hey, wie geht's dir? Alles gut? Noch gut? Bin gerade etwas beschäftigt. Ich hab sie gehört. Weiter. Wir sind fast raus aus den Schächten. Ich glaube, ich sehe den Ausgang. Die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Vor allem diese Roboter sind nervig. Siehst du was? Geht klar. Da drunter kann ich auch nicht rein. Er schaut direkt zu mir. Hab den Ausgang gefunden. Wir verlassen die Schächte. Na, ist gut. Scheiße, an der Kamera werde ich nicht vorbeikommen, ne? Oh, da sieht die mich, wenn ich da im Dampf drin bin? Hey. Sehr gut. So, dann wären wir hier schon mal unten. Okay, das wird ein Rekord. Bisher 7 Hex. Natürlich alles viel leichter mit Sliros Codes. Wenn wir das durchziehen, bist du so reich, dass du nie wieder hacken musst. Kleine, du verstehst Hacker nicht. Und jetzt sind's 8. Persönlicher Rekord. An den Dude komme ich einfach nicht vorbei. Ja, wir probieren es dann gleich mal da in die Mitte reinzugehen. Okay, nicht so schlecht. Na gut, Nex. Hol sie dir. Scheiße. Sonst noch einen. Okay, der da hinten ist noch am Nachgucken. Aber schön, dass da der Sound mal komplett versagt hat, kurz. So, sabotieren bitte, danke. Na schön, dann kriege ich hin. Gut, große Ballerei. Hey, wir liegen gut in der Zeit. Nichts außer Reinigungsdruiden hier. Oh, neue Modelle. Sensor verbessert, null Reibungsmotivator und sogar... Erinnerst du dich an das Wort Funkdisziplin? Hey, das ist wichtig.
Aha. Ich darf das jetzt nicht versauen. Ist hier jemand? Oh, da könnte man irgendwo unten rein. Sehr gut. Das ist sehr praktisch. Nee, hör auf damit. Fuck, da steht einer. Tob dich aus, Nix. Gut. Ich kümmere mich drum. Ja, viel Spaß dabei. Okay, Leiter hoch. Keiner hier oben. Aber wir müssen da rein. Nice. Kurz Moment. Okay. Geht weiter. Stell nix. Easy. Easy, easy. Kay, wo bist du? Noch im Hangar. Ich will nicht drängeln, aber unser Zeitfenster ist begrenzt. Macht weiter. Ich komm schon. Vor allem, nachdem wir diesen Tresor... Sie haben uns noch nicht gesehen. ...gesprengt haben, wo sie dann alle einen Plan davon haben. Ich komme jetzt so ganz schnell wieder raus. Wir kommen aus den Schächten raus. Hab mir einen der Droiden vorgeknöpft und seinen Wartungszyklus gestartet. Der hat uns alle Sicherheitsschlösser geöffnet. Ich gebe zu, das war gar nicht so dumm. Na schon, bin auf dem Weg. Mucksmäuschen, still hier. Noch. Sehr gut. Nix. Was? Autsch, das hat wehgetan. Einen kleinen Schubs. Sehr gut. Really? Da fehlt noch was. Wir machen das nochmal. Wo muss ich hinschießen? Ah, warte mal. Klettern natürlich. Assassin's Creed Style. Es wäre so ein Spiel, das müsste ich jetzt nicht zwingend nach dem hier spielen. Und offen. Möchte jetzt überhaupt hin ohne Lift? Au. Okay, der Plan funktioniert nicht. Wait a moment. Was ist, wenn ich dann drüber jumpe? Gut. Okay. Ach, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht, aber jetzt müssen wir zum Tresorraum. Je länger wir brauchen, desto schwerer wird die Sache. Dein kleiner Unfall hat uns wertvolle Zeit gekostet. Ja, Entschuldigung. Zeit. Oder willst du sie mit Streiten verschwenden? Ich mag diese Kay. Ach, na los, wir haben noch einiges zu hacken.
So, Tür auf. Ja, natürlich. Ah, Mann. Ach ja, es wäre es erst vor kurzem gewesen, in den ersten Episoden. So, wie machen wir das jetzt hier aus? Ja, sie macht. Das ist, läuft gerade alles viel zu gut. Krass wäre es, wenn dann im Tresorraum A, kein Geld ist, oder B, eine kleine Armee auf uns wartet. Und du? Wir müssen die Hex gleichzeitig abschließen. Sobald die Barrieren deaktiviert sind, nehmen uns die Geschütze ins Visier. Okay. Ja, dann. Ich meine, ein paar gute Treffer. Das ist schon mal eine 20. Bei eine 10 vielleicht. Yes. Okay. Barrieren und Geschütze deaktiviert. Gut gemacht. Hab noch nie einen Dual-Hack mit jemandem gemacht. War nämlich nie jemand gut genug für mich bis heute. Danke. Ja dann. Ich geh da mal vor, wie du dich gehst. Kommst du? Wieso bist du da hinten? Musst du nicht da vorne sein? Ich will nur reden. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Ich arbeite jetzt für Sliro. Ich weiß, dass sie es alles Fassade für das Imperium. Komm schon, wir arbeiten beide für das ISB. Mach's nicht unnötig kompliziert. Lass mich rein. Warum musst du es mit so einer Frage ruinieren? Ah, schon viel besser. Torwächter-Druiden sind hochentwickelt. Aber nicht hochentwickelt genug. Habe ich gemerkt. Diesmal hoffentlich den richtigen Tresor. Nee. Oh, das kann es nicht gewesen sein. Ich bring die Ladungen an. Aha. Was ist das da alles? Irgendwelche Relikte hier drin. Und Waffen. Oh, und auch Waffen für uns. Mit Granaten und so. Jo, wir werden es in die Luft sprengen und dann gibt es hier Stress. Und dann weiß ich schon mal, wo die guten Waffen sind. Das war's. Rico, du bist dran. Mit Sliros Codes kannst du die Tür knacken. Und das ist eine Lektion für dich, Kay. Nie den gleichen Code zweimal nutzen. Aber wenn sie es jetzt mit... Direkt Flash! Woher wissen die, dass wir hier sind? Ah, die haben auf uns gewartet. Los geht's. Oh ja, geil. Kann markieren. Und tschüss. Wir sind verraten worden. Das wollt ihr nicht wirklich. Schnapp sie dir nicht. So.
Wo ist der andere? Da? Ja, okay, nicht alle. Aber ein Teil. Oh, hat geklappt! Ja toll, komm jetzt. Hol sie dir. Ist das alles? Gut. Ja, Tresor wird nichts drin sein, glaube ich. Oder nicht das, was wir erwarten. Ich muss dir danken. Man kann nicht oft sein eigenes Todesmal beanspruchen. Hol's dir doch! Wer? Gnasia. Worauf wartest du denn noch? Nein. Hab's mir überlegt. Ist das ein Scherz? Zum Totlachen, hm? 20%! 10! Ich nehme dir alles, was du hast. Dann mach doch. 15! Na schön. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst? Ankh, kann losgehen. Komm doch! Hakujinos! Oh, nicht sehr viel. Eure Leben sind verwirkt. Eure Familien, Freunde, tot. Kein einziger Ort in der Galaxis ist sicher vor dem ISB. Ich brauche bestimmt keinen toten ISB-Direktor. Aber wenn es sein muss. Es wäre vermutlich aber gar nicht mal so schlecht, wenn er tot wäre. Kommst du? Ich halte sie auf. Ganz was, in dem Ding ist alles drin? Sei bereit, Kay. Ganz ehrlich, ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt. Oder irgendwie anders, aber nicht so ein kleines Ding. Da vorne ist das Casino. Alles klar. Ankh, Gedeek, Zeit sich aufzuteilen. Was? Darüber haben wir nicht geredet. Rico hat mein Gesicht in den Sicherheitsloks gefunden. Wenn ich da reingehe, gibt's ein Sirenenkonzert. Und ohne Uber, wenn der Wadja bei dir noch leer Uber. Schon gut, aber wir sehen euch beide auf der Bahnbrecher. Okay, wie geht's vor? Ich weiß nicht. Liegt 7,5 Minuten zurück? Vielleicht, weil wir gerade Sliro begegnet sind. Er war da? Der Kerl ist paranoider, als wir dachten, aber wir haben die Ware. Asara? Bist du da? Ich bin in der Sicherheitszentrale. Der Kannst Preis du mal schneller gehen, bitte? Ihr solltet ein schönes, sauberes Signal bekommen. Danke. Was haben wir hier? Das ist der Beacon? Noch blick die Wand zum Kass. Ach, Moment mal. Mit dem? Oder vielleicht hier. Okay, das war ganz schön laut. Also lauter als wie die Safe-Explosion? Okay, das musst du dir ansehen. Ah, Serik Besch räumt das Casino. Clever. So viel zum Thema aus der Vordertür rausspazieren. Tja, war ein guter Plan. Die wollen einen Kampf? Dann geben wir ihnen einen. Schön, dass wenigstens einer von uns Spaß hat. Fast geschafft. Ich glaube es nicht. Wir sind fast raus. Fast. LD5, wie sieht's mit dem Schiff aus? Euer Schiff ist da.
Ach, komm schon. Ja. Das Glück hat uns wohl verlassen. Dann schmieden wir unser eigenes. Asara, halt sie auf. Rico, hacke die Generatorabdeckung. Wo muss ich hin? Gehackt. Die erste Abdeckung ist offen. Schieß auf den Energiekern. Gut. Da sind Jäger. Ich kann die Abdeckung aufkriegen, aber das braucht Zeit. Ihr müsst uns am Leben halten. Ja, ist klar. Komm jetzt. Zweite Barriere ist fast geknackt. Ideen sind unsterblich. Komm jetzt. Alter, wie viel denn noch? Dankeschön. Eigentlich noch ein schickes Casino. Ja gut. Okay, Zeit für das hier. Sonst noch jemand? Nee. Der sagt es nicht. Scheiße, wie viel brauchst denn du noch? Übrige Generatoren. Ach, da. Wo noch? 3, 4... Sehr effektiv. Okay. Das war schon besser. Ist das alles? Wo ist Nummer 5? Wo ist Generator 5? Was ist es nicht? Ach, da oben. Gut. Na klar, noch eine Welle. Als ob wir da so schnell rauskommen würden. Ich hacke die letzte Barriere. Das wird dauern. Sigma verschlüsselt. Aber jemand kompetent ist am Werk. Ich brauche mehr Zeit. So eine dynamische Verschlüsselung habe ich noch nie gesehen. Sonst noch gerade jemand? Nee. Gut. Klasse, nix. Das müsst ihr rennen. Okay. Packst du das, Kay? Zwei noch. Könnt's gerne helfen. Los, alle zur Bahnbrecher. Jetzt. Lauf, 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 lauf.
Das hat viel zu gut funktioniert. Das kann es nicht gewesen sein. Also wir raten jetzt nochmal Schlacht im Weltraum. Ach, diese Aktion wird alles verändern. Wo ist die Beute? Das ist besser. Sleros Datenbank. Imperiale Zugangscodes, laufende Operationen. Oh, geil. Basisbaupläne. Und Sliros private Sammlung von Erpressungsmaterial über fast jeden hochrangigen Offizier des Imperiums. Daten, von denen seine Freunde beim ISB keine Ahnung haben. Hey, du hast gesagt, die Rebellion bekommt Zugriff und niemand wird verletzt. Gibt's hier irgendjemand, der mir nicht in den Rücken fällt? Slero hat Millionen des ISB in Serek Besh investiert. Er wollte Unterweltnetzwerke nutzen, um Rebellen zu jagen. Es ging schief, aber irgendwie erschuf er dabei eines der mächtigsten Verbrechersyndikate der Galaxis. Du willst Serek Besh? Ich habe den Kodex, ich habe Asaras Rebellennetzwerk und im Gegensatz zu Slero gebe ich dem Imperium alles, was es will und mache Millionen. Was hast du immer mit Slero? Ich wende nur das Blatt, Kay. Du kannst gehen, sobald Serek Besh ihm gehört. Kein Todesmal mehr, wie geplant. Und das Haare? Okay. Neuer Plan. ND5. Hey, lass das! Du hast das Ziel aus den Augen verloren, Kleine. Das bin nicht ich, Kay. Kleine, ich halt sonst keine Reden, aber ich versuch's. Wir wissen beide, dass du nicht für so eine Art Leben gemacht bist. Aber ich hab kein anderes. Wenn du bei mir bleibst, überlebst du nicht. Du bist ein gutes Mädchen. Aber vergiss nicht, dass in dieser Galaxis nicht immer jemand für dich da sein wird. Du kannst das Zimmer behalten, bis du weißt, wie es weitergeht. Schon gut. Nur für ein paar Tage. Wie du willst. Bis ich weiter weiß. Und aus denen wurden noch sehr viele Tage. Also ich hätte jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht mit dieser Wendung. Vor allem nicht. Komm schon! Komm schon! Oh! Hä? Wo sind wir? Der Matoma Distor, Huayaba Suja Revelator. Dir geht's gut.
habt ihr dabei? Oh, ihr wart. Wie habt ihr mich gefunden? Rico. Chitinkaoto. Satauba. Wir haben ihr Shuttle geklaut und kamen so schnell wie konnten. Und jetzt haben wir dich und hauen wieder ab. Danke, euch beiden, aber ich gehe nirgendwo hin. Chichiwamake. Andy steht immer noch unter Jaylens Kontrolle. Er war schon Jaylens Vollstrecker, lange bevor wir überhaupt ins Spiel kamen. Und ohne ihn wärst du jetzt in einem imperialen Labor. Und du im Knast auf Kijimi. Ja, es lief schlecht. Aber Andy ist der Einzige, der nicht einfach so gehen kann. Nimm das. Und lass dich nicht sehen. Ankh, versteckst du ein paar Präsente? Twamabola? Du tust dies. Wenn du ihn findest, ramm das in seinen Hemmbolzen und ND5 ist frei. Erstmal suchen du und ich die Brücke. Und die Plastoidköpfe, die uns umzingelt haben? Es ist sehr ehrenvoll, was sie davor hat, aber auch irgendwie ein ziemlich dummer Move, jetzt wo sie gerade gerettet haben. Beweg dich auf Frau! Sachte! Nee. Wir machen jetzt den Move. Bleib bei mir. Was? Oh, wie geil. Du bleibst bei mir. Ich bin die mit dem Blaster. Wir müssen so tun, als gehören wir hierher. Wo sind die Turbolifter? Woher soll ich das wissen? Ich war nie auf einem Sternzerstörer stationiert. Und auch. Ja, wie geil ist das denn? Ach ja, und vermutlich habt ihr ja. Freiheitsheck zu ND5 gehen. Das sollte den Hemmbolzen lösen, oder? Außer er hat eine Fehlfunktion. Oder du kommst nicht nah genug ran. Was, wenn er dein Bewegungsmuster erkennt? Dann werde ich erschossen. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ich will lieber Modiana abschauen. Sehr originell. Es hat schon was, mal so durchzulaufen. Ohne dass die da die ganze Zeit auf einen. So weit weg. War ein langer Tag. Verstanden. Erstatte Bericht. Soldat, wohin bringen Sie den Gefangenen? Nur eine Standardverlegung. Es ist keine Verlegung geplant. Tatsächlich finde ich gar keine Akte zu diesem Gefangenen. Ja, was heißt die Wahrheit sagen? Wir sagen Lügen. Der Befehl kommt von ganz oben. Das wage ich zu bezweifeln. Hören Sie, ich tue nur, was man mir sagt. Sie wollen Probleme machen? Gut. Aber dann tragen Sie das mit dem ISB aus. Der Befehl kommt vom ISB? Oh ja. Fragen Sie sie. Die würden bestimmt gern wissen, warum Ihr Gefangener sich verspätet. Vielleicht fangen Sie auch an, ihn Fragen zu stellen. Sie unter die Lupe zu nehmen. Nein, das wird nicht nötig sein. Gehen Sie weiter. Oh, das war doch mal ein guter Move mit dem ISB. Das wäre fast schief gegangen. Gut gemacht. Die sind genau wie die Polizei im Kanto. Das ist ein Kontrollraum. Kannst du auf die Konsole zugreifen? Wir müssen ND5 finden. Klar. Aber wie komme ich an sie ran? Darum kümmere ich mich. Pass du auf, dass du nicht gesehen wirst. Yeah, können wir da jetzt einfach mal so... Die Kamera, okay? Kannst du sie ausschalten? Das ist eine gute Frage. Ah, da haben wir das Terminal dafür. Also gut, niemand sieht zu. Da ist garantiert noch ein Offizier drin. Sicher, ich kümmere mich darum. TK-454, wo sind Sie? Sie wurden als Eskorte eingeteilt und die Fähre unseres Gastes hat bereits angedockt. Sie lassen uns schlecht dastehen. Ich brauche noch besser als Sturmtruppler. Ziemlich gruselig, ehrlich gesagt. Ruf einfach den Schiffsplan auf. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.